Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf Twitch und herzlich willkommen auf YouTube zu einer neuen Episode Jagged Alliance 3. Herzlich willkommen zur Episode 7. Mittlerweile hier live vor Ort, 21.18 Uhr heute. Mal das Headset ein bisschen richten. Ne? Muss ja auch mal sein, sonst kann ich ja nicht richtig hören. Alla. Und ihr hört's, es regnet. Und wie ihr alle wisst, schlechteste Bedingungen sind es jetzt nicht, aber auch keine guten. Denn was bewirkt Regen, wenn wir kämpfen? Leute? Ladehemmung. Das ist alles ein bisschen kritisch. Ne? So ein Kampf, das ist das Geile an dem Game. Regen und auch Wetter an sich beeinflusst das Kämpfen. Finde ich mega gut. Und heute schön fett. Im Regen wird hier gefeilt. Im letzten Sektor auf Ernie Island. Und zwar, wie gesagt, sind wir jetzt im Sektor H4. Wir greifen uns den Legionsaußenposten. Quatschen mit Pierre. Ja, weil die meinen, das Dorf hier bedrohen zu müssen. Und dem Ganzen machen wir jetzt hier heute ein Ende. Leute, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Vollgas. Unten rechts. Seht ihr mich? Und viel wichtiger, nehmen wir das Game. Und nun gehen wir rein. Wie gesagt, wir haben uns hier jetzt nicht groß aufstellen müssen. Habe ich ja schon in der letzten Episode zum Ende erwähnt, dass wir hier jetzt direkt gleich mit Pierre quatschen müssen. Hier sehen wir ihn, um das Ganze jetzt in Gang zu setzen. Das heißt, ich brauche jetzt auch nicht groß irgendwie was vorbereiten, aufstellen. Ich glaube nicht, dass es hier groß Auswahlmöglichkeiten gibt. Woher weiß ich das? Ich habe in letzter Episode schon erwähnt, dass ich aufgrund des Internetzusammenbruchs vorgestern... warum passiert hier nichts? Achso, wir in der Pause sind. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich hier schon ein bisschen vorgespielt habe und war dementsprechend auch schon bis zu diesem Sektor, aber nur bis zu einer gewissen Stelle. Das zeige ich euch. Ich habe quasi hier mit dem Pierre gequatscht, wir haben das Ganze in Gang gesetzt und ich habe danach vielleicht circa noch 10 Minuten gezockt. Es ist kein Angriff zustande gekommen und ich habe noch nicht mal den Außenposten betreten. Das heißt, der ganze Kampf und alles, was danach passiert, das Reinschleichen, ist auch für mich komplett neu, Leute. Und deswegen gehen wir jetzt rein. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Vollgas. Quatschen wir mit Pierre. Hold your fire! These are... So you are all the mercenaries the president's money could buy. And you have the audacity to come and challenge me here, in my own fortress? You have some guts. I give you that. I am tempted to kill you all right now, but I will spare you this time. My reasons are my own. You should walk out of here while you still can and never return. Okay, hat seine Gründe, uns zu verschonen. Legionnaire, attention! Any trespassers are to be shot on sight, especially these mercenary dogs here. Now back to your posts. Eindringlinge. Ja, wir sind noch nicht eingedrungen. Die verziehen sich, gehen rein und es ist mir gerade eine Frage in den Sinn gekommen. Wir haben ja das freie Schießen. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, ob wir tatsächlich schon auf Pierre hätten schießen können. Wäre jetzt interessant, oder? Hätte man jetzt mal vielleicht ausprobieren müssen. Weil man muss ja nicht immer den offensichtlichen Weg gehen. Und es heißt, wenn du in die Hilfe guckst, dass du mit dem freien Zielen auf wirklich alles schießen kannst. Auf alles. Du kannst ins Leere schießen, auf Objekte, sogar auf freundliche Charaktere, die herumlaufen. Also warum auch nicht auf Pierre? Ich denke, dass es möglich ist. Aber wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden. Aufgrund der ganzen Informationen, die wir in den anderen Sektoren gesammelt haben, haben wir tatsächlich schon die Einsicht in das Fort und auch hier auf alle Söldner, die hier rumlaufen. Ich denke, das wäre nicht so, hätten wir nicht so viele Informationen gesammelt. Ihr seht, wir sehen selbst den Typen hier hinten. Überfallanführer. Und haben damit einen großen Vorteil. Ich bin jetzt hier gleich bei einer Stelle gelandet, wo wir auch eindringen werden. Wir haben hier quasi mehrere Möglichkeiten. Wir könnten natürlich Vollgas hier vorne reingehen. Wir können dafür sorgen, dass sie vielleicht alle hier durchrennen
und uns vor die Füße laufen und wir aufräumen. Problem an der ganzen Situation, empfinde ich zumindest so, dass es ein Problem ist, ist der Scharfschütze Nummer 1 hier oben. Ich würde mal die Etage wechseln. Hier, der Kollege. Und wir haben auf der linken Seite hier auch noch einen Scharfschützen. Nee, haben wir nicht. Hier ist es komplett frei. Das bringt uns natürlich enorm Vorteile, zumal hier auch gut Deckung ist. Das ist was wir uns vielleicht vormerken sollten für uns. Also wir haben hier einen Scharfschützen. Und sonst ist hier eigentlich soweit gar nicht groß was los. Auf oberster Ebene nicht. Wir schauen jetzt mal. Genau, das wäre quasi Variante Nummer 1. Ich mach mal Pause. Wir haben auch die Variante, von hier rechts reinzugehen. Und solange wir nicht eindringen, werden wir ja nicht beschossen. Das heißt, auch solange wir hier nicht groß irgendwie am Zaun rumpuschen oder so, denke ich, würde auch der Scharfschütze uns nicht als Feind ansehen. Wobei es natürlich schon äußerst verdächtig ist, wenn wir hier am Zaun lang marschieren. Aber das wäre dann die zweite Variante. Wir könnten hier durch den Zaun, denke ich, da könnten wir auch reingehen. Zumindest vermute ich, dass wir den Zaun durchtrennen können. Und dann wären wir quasi hier drinnen. Wären auch tatsächlich vor dem Scharfschützen besser geschützt, haben aber folgende Probleme. Wir haben selber kaum Sicht, werden von hier gut unter Druck gesetzt und gleichzeitig auch hier von rechts ist eine Erhöhung mit einem Gebäude, was wir ganz schwer einsehen können. Das ist ein klarer Nachteil aufgrund des Höhenunterschiedes. Weiß ich nicht. Nicht so praktisch. Dann haben wir noch die Variante hier rein. Ist fast noch schon wieder besser als Variante Nummer 2, würde ich behaupten. Wir können uns hier positionieren und auch hier hinten. Und würden vielleicht sogar relativ schnell hier reinkommen, um hoch an diesen Posten zu kommen und von dort Feuer zu geben. Eine Variante, die ich bei Whiting Bull gesehen habe, ist hier unten lang. Durch das Minenfeld. Das heißt, wir müssen mit Barry erstmal ein bisschen aufräumen. Dann hier hoch. Und dann sind wir hier. Ja, hier ist aber folgende Schwierigkeit. Wir haben hier die zwei. Keine Ahnung, wie gut die sehen können und ob die sehen, wenn wir hier lang gehen. Das ist halt schwierig. Und wir haben den da. Und der ist halt äußerst spannend, weil der schaut nur in diese Richtung. Und ja, müssen wir schauen. Es birgt alles seine Risiken und wer ganz gefährlich ist, Leute, das ist er hier. Der Blasterman, er hat eine Bazooka auf seiner Schulter. Das ist ein Typ, der muss unbedingt zuerst hier weg. Weil wenn der feuert, dann haben wir richtig Probleme. Aber richtig. Und nun gehen wir rein. Wie gesagt, ich werde mit euch durchs Minenfeld marschieren. Da sind wir schon erprobt. Nehmen wir die Pause mal wieder raus. Going. Ready. Und dann gehen wir hier durch. Oh, warte mal. Ganz wichtig, Kräuter. Die haben wir hier gar nicht eingesammelt, ne? Wo waren sie denn gleich? Hier. Sammeln wir die mal eben ein. Aktuell haben wir auch Verwundete nur Barry. Dr. Q scheint sich soweit schon wieder erholt zu haben, weil ich dachte, wir hätten im letzten Gefecht in dem Bunker zwei Verwundete gehabt. Ist aber gar nicht so. So, wir gehen rein. Ich weiß tatsächlich, dass man bis hier gehen kann. Bis dahin ist alles safe. Deswegen gehe ich jetzt auch bis hier. We will do. So, und ab jetzt machen wir das Ganze mit Barry. Wir speichern nochmal. Mir ist es tatsächlich beim Offline-Durchgang passiert, dass ich mit Barry auf eine Mine getreten bin. Das ist aber ein bisschen der Steuerung geschuldet. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich hätte geladen. Das ist ein bisschen der Steuerung geschuldet. Yes. Weil er bleibt einmal kurz vor einer Mine stehen und rennt somit nicht selber rein. Das ist schon mal so die Sicherheitsmaßnahme vom Spiel selber. Wenn du aber aus Versehen ein bisschen zu schnell bist und zweimal hintereinander A drückst, dann ignoriert er das und rennt auch auf die Mine drauf. Ich bin dadurch nicht draufgegangen.
moving toward destination. Aber es hat mich schon gut Lebenspunkte gekostet. War nervig, tatsächlich. I will do. Also da musst du gut aufpassen. Du musst hier wirklich, mit dem Controller muss man wirklich sehr gut aufpassen bei Minen, wo du hinrennst. Ein bisschen daneben und er rennt da drauf, dann hast du halt schon echt direkt ein großes Problem. With certainty. Caution. Auch direkt there zwei. Da ist auch noch eine. Ja, ich gehe auch auf Nummer sicher. Es ist zusätzlich natürlich auch der Vorteil, dass wir dadurch Teile bekommen. Deswegen ist es gar nicht so nervig, jetzt die Minen zu entschärfen. Das bringt uns ja auch definitiv einen Vorteil und ihn sicherlich auch, weil ich könnte mir vorstellen, dass sein Sprengstoffwert dadurch gesteigert wird. Er bildet sich dadurch halt ein bisschen aus, er sammelt Erfahrung. Da stehen wir aber gefährlich nah, hier gerade zwischen zwei Minen. So, dann gehen wir mal hier lang. Da ist auch noch eine. Mal ein bisschen näher ran ans Geschehen hier. Ja, wir gehen ja auch alles lieber sicher ab, weil wir müssen bedenken, wir rennen ja gleich mit einer großen Gruppe durch. Und wenn da einer irgendwo auf eine Mine tritt, dann haben wir auch gleich mehrere was davon. Das wäre äußerst ungünstig. Da wird man schon ein bisschen... Da wird einem schon anders, ne? Wenn dann plötzlich erstmal drei, vier Minen auftauchen. So. Ist hier noch eine? We have agreement. Ne, hier nicht mehr. Moving, as of this moment. So, hier noch ein bisschen gucken. I will go presently. I am in movement. Ja, ich meine, hier war auch noch was. Ich glaube nicht, dass es das war. Moving toward destination. Doch, war es das? I will do. Es geht auf Nummer sicher, Leute. Yes. Das war's. Sieht zumindest so aus. Das war ein großer Felsen, Leute. With certainty. So, ich glaube, hier ist nichts mehr weiter. Ja, das sieht gut aus. Wir haben's. How can I assist? Jetzt gehen alle mal bitte in die Hocke. Außer Barry bitte, der kann mal... So. Become hard to see. Verbergen. Das müssen wir eigentlich noch nicht machen. We shall go. So, Leute. Wir gehen rein. Zugriff. Ab Minute 13. Knallhart. Seid ihr bereit? Wir nehmen den Außenposten ein. Zumindest hoffen wir das. Let's move. Blatt macht den Vortritt. Ins Fort Leboeuf. Le bleu, c'est la vie, Giramont. Got any idea why Pierre wants us to gather all those old explosives? What do you want? A sweet lie or a half truth? Give me the sweet lie. Well, La Major is planning some big ass operation in Port Cacao, and he needs a boat chock full of bombs to pull it off. What's so sweet about that? Tell me the harsh truth then. The harsh truth is, your mama's butt is so big, we need explosives to unclog the toilet after she drops her tad. Go fuck yourself. The first explosive I find. Deine Mama, Alter. Ah, okay, geil. Die gehen weg. Hier haben wir quasi was ausgelöst. So, wir sammeln gleich natürlich ein bisschen... nicht hoch. Leute, das ist das Problem mit der Steuerung. Oh, was ist das denn? Ein Auslöser. Zündet Sprengkörper mit Fernzünder in der Nähe. Kann mit einem Detonator zu einem Sprengkörper kombiniert werden. Jawohl! Was ist das? Noch ein Fernzünder. Und das hier? Ein Auslöser. Ermöglicht die Zündung eines platzierten Sprengstoffs per Funksignal. Kann mit TNT, C4 und... PETN kombiniert werden. Ferngezündete Sprengkörper können von weitem gezündet werden. Zündet Sprengkörper mit Fernzünder in der Nähe.
Boah, Leute, da kommen mir gerade Ideen. Da können wir ja richtig ablenken. Aber das ist in diesem Gefilde hier nicht so einfach, würde ich sagen. Rucksack von Blood Barry. Come on, Barry. Oh, Leute, ganz wichtig, bevor wir reingehen. Ich sehe es nämlich gerade. Wir haben hier noch eine Linse. Und wir haben hier ein Stahlrohr. Wir müssen unbedingt mal modden. Wir müssen unsere Waffen modden. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Ich habe das tatsächlich im Alleindurchgang, im Offline, direkt vor dem Sektor mal ausprobiert. Und wir können das schon machen. Wir können das instant hier in der Map machen. Wir brauchen keine Werkbank oder irgendwas. Das heißt, wir sammeln erstmal den Stuff hier ein. Wir haben hier einmal die Fernzünder. Den können wir ja theoretisch jedem geben. Und das C4, das kriegt auf jeden Fall Barry. Sowie die beiden Zünder. Hier würde ich ihn auch geben. Und dann geben wir hier nochmal sowas. Bloody. Und ich will mal gucken. Können wir das jetzt schon kombinieren? Oh yeah. Sprengstoff erforderlich. Barry. Ja, er kann das machen. Jetzt haben wir schon mal zwei von den Dingern hier. Jo, explodiert nach Betätigung eines Fernzünder-Detonators. Und das ist das hier, wovon wir auch zufällig zwei haben. Ja, wie praktisch, Leute. Ich mache hier gleich sowieso noch ein bisschen Platz. Und dann, wer hat denn hier noch Technikwert? 86, 47, keine Sau mehr. Naja, gut, Leute, wir werden jetzt erstmal schnell modden. Und dann haben wir noch ein bisschen Platz. Wir fangen oben bei Blood an. Und modden mal seine Pistole. Die hat aktuell noch Standardmunition. Haben wir eigentlich noch die Unterschallmunition? Ja, 4 Schuss, das mache ich jetzt nicht. Obwohl, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ist nicht viel, aber das bringt's schon mal. Und wir modden jetzt mal eine Runde. Modifizieren. Waffenmods. Waffen können mit Hilfe verschiedener Mods nach deinen Wünschen angepasst werden. Waffenmods erfordern immer Teile, die du durch das Verwerten nutzloser Ausrüstung erhalten kannst. Fortschrittliche Mods erfordern häufig seltene Komponente wie Mikrochips und optische Linsen. So, eine Linse haben wir. Waffenmods werden immer vom Söldner mit dem höchsten Mechanikerwert vorgenommen. Schlägt eine Mod fehl, kann die Waffe beschädigt und ihr Zustand verschlechtert werden. Im Gegensatz dazu erhältst du durch einen kritischen Erfolg einen Teil der benutzten Ressourcen zurückerstattet. Die Anzahl der Plätze und mögliche Aufwertung unterscheidet sich je nach Waffe stark. Ja, hier kann man sich die Waffen so ein bisschen genauer anschauen. Sie sind auch noch ein bisschen erklärt. Das ist ganz nett gemacht, sind auch echt hübsch. Hier haben wir die FM Browning HP von Nazis und Alliierten gleichermaßen im Zweiten Weltkrieg verwendet. Der Hahn neigt zum Beißen, Alter. Ach, da hat sich aber ein Spaß erlaubt, ne? So, nun legen wir mal los. Wir haben hier unten verschiedene Möglichkeiten. Wir haben aktuell 184 Teile, unten links. Hinter meiner Kamera ist nichts versteckt, also ihr verpasst nichts. Und wir haben ja auch nochmal die Haltbarkeit der Waffe. Wir sehen hier eigentlich alle möglichen Infos zu den Waffen jetzt. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Mündung. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Was ich nämlich gedacht habe... Oh, ein Stahlrohr können wir machen. Das hatte ich nämlich letztes Mal tatsächlich nicht. Gucken wir mal. Lautlose Angriffe. Schwierigkeitsgrad moderat. Würde durchgeführt werden von Livewire und kostet uns 20 Bauteile. Ein improvisierter Schalldämpfer. Also sowas wie eine Dose. Dann haben wir einen ganz normalen Schalldämpfer. Mittlerer kritischer Chancebonus für folgende Angriffe auf dasselbe Ziel. Mhm. Dafür brauchen wir ein Stahlrohr, was wir haben. Und 10 Bauteile nur. Wir können aber auch 25 Bauteile ausgeben für einen Kompensator. Mittlerer Genauigkeitsbonus für folgende Angriff auf dasselbe Ziel. Bringt uns aber wiederum keinen lautlosen Angriff. Wir nehmen den Schalldämpfer. Mittlere kritische Chance. Bonus für folgende Angriff auf dasselbe Ziel. Und ja, der Schwierigkeitsgrad ist moderat. Das wird sie hinkriegen, denke ich. Vollgas. Erfolgreich modifiziert. Ihr seht's, das Ding ist dran. Wir haben jetzt Blatt mit einem Schalldämpfer
seine Waffe mit einem Schalldämpfer ausgestattet. Sehr gut. Und da er immer sehr weit vorne ist, bringt uns das schon mal ein Stück weit nach vorne. Den Standardlauf können wir jetzt in dem Fall nicht mehr verändern, weil wir ja schon den Schalldämpfer angebracht haben. Jetzt, oder? Ja. Dann können wir vielleicht noch ein Magazin ein bisschen was pimpen. Erhöhte, vergrößertes Magazin bringt wiederum aber auch einen Nachteil von erhöhten AP-Kosten beim Nachladen. Weil wir mehr nachladen müssen, okay. Und es ist ein größeres Magazin. Was haben wir denn noch? Ergonomisches vergrößertes Magazin. Das ist einfach nur, ja, ein größeres Magazin, bringt keine Nachteile. Hier haben wir noch eine verbesserte Verlässlichkeit. Mit 15. Feingetuntes Magazin. Ja, warum nicht? Machen wir ein bisschen, pimpen wir die von der Qualität ein bisschen auf. Warum nicht, Leute? Und auch das wurde erfolgreich modifiziert. Wir haben noch 159 Teile. So. Dann gehen wir weiter. Ausgerüstet von Barry, die Peacemaker. Eine Single-Action-Revolver, entworfen für die US Army. Sollte mit einer leeren Kammer unter dem Hahn getragen werden, wenn du kein Loch im Fuß haben willst. Okay, hier können wir nichts groß machen. Wir haben den Standardlauf, den wir verändern können. Aber auch hier können wir nichts machen. Wir haben auch hier ein Stahlrohr, bräuchten wir. Und wir können aber die Reichweite vergrößern um ganze 6. Das ist schon nicht schlecht. Und ein Zielenbonus. Oh, verringerte Reichweite. Verringerte AP-Kosten beim Angreifen, okay. Alles klar. Können wir nicht machen. Bei Barry ist keine Modifikation möglich. Überspringen wir ihn. Im Rucksack. Ich will jetzt nicht alle Waffen durchgehen. Wir gehen jetzt hier so durch. Barry ging ja, wie gesagt, nicht. Dr. Q. Würde ich erstmal auslassen. Ich gehe erstmal auf DB. Ja, wir haben hier das Gewehr 98. Manche sagen, dieser Entwurf der Firma Mauser sei der Großvater aller Kammerverschlussgewehre. Selbst einige moderne Jagd- und Scharfschützengewehre haben ihren Ursprung in dieser Waffe. Ihr seht's. Schönes Modell. Ne? 1A. Kimmel, Korn, alles am Start. Und was können wir denn machen? Wir haben hier ein Standardvisier. Wir könnten, da wir eine Linse haben, zusätzliche Zielstufe hinzufügen. Eine 5-fach-Scharfschützen-Zielfunktion. Das ist schon gut, ey. Gerade in dieser Map, die wir jetzt haben, und ich ja sowieso voll auf Scharfschütze gehen möchte, wäre das schon eine gute Investition. Dann haben wir hoher kritische Chancebonus für Angriffe mit 3 oder mehr Zielstufen. Auch nicht schlecht. Da ist die Frage, was bringt uns weiter, ne? Ein hoher kritischer Chancebonus oder einfach noch eine Zoomstufe mehr oder 2 in dem Fall? Das ist die Frage. Was haben wir noch? Geringer Genauigkeitsbonus oder schnelles Prismenzielfernrohr. Wenn deine erste Aktion in Angriff ist, nicht durch Überwachung, zählt sie, als wäre 3-mal gezielt worden. Das habe ich tatsächlich das letzte Mal gewählt, aber in meinem Off-Durchgang. Meine erste Aktion ein Angriff ist. Meine erste Aktion. Das ist schon gut. Und ich hoffe, dass es so gemeint ist, dass meine erste Aktion pro Zug. Weil dann wäre das schon mega stark, ne? Die würde ich wählen, weil die kostet mich auch nicht mehr AP, wenn automatisch 3 Zielstufen schon eingestellt sind, theoretisch. Ich würde das nehmen, Leute. Das ist ganz gut. 35 ist auch sehr teuer, aber das ist es wert, würde ich sagen. Ne? Nehmen wir. Mach's rein. Wurde erfolgreich modifiziert. Wir haben das Teil jetzt hier drauf. Hier ist schon wieder so eine Fliege, Alter. Kennt ihr das? Wenn du diese Mistfliegen dir über den Gartenhandel in die Wohnung geholt hast. Ich habe hier so eine Bananenpflanze stehen, hinten in der Ecke. Und
du dich wunderst, dass zwei Tage später plötzlich hier so diese ganzen komischen kleinen schwarzen Fliegen rumfliegen. Also die ganzen, ich übertreibe jetzt, das sind immer mal so 2, 3. Aber Alter, die haben ja das Talent, dir grundsätzlich vor die Fresse zu fliegen und auch zusätzlich schön auf dein Gesicht zu landen oder immer schön in Richtung Auge, Nase und so. Und denkst, Alter, was ist los mit dir, ey? Hier jemand anderes auf dem Sack oder wer? Heute? Holyberries. In der Mini-Ausführung, um ein bisschen Stärkung in Körper rein zu kalibrieren. Oh, lecker. Holly ist sowieso geil. Mega. So, Hammer. Was haben wir noch? Oh. Mündung. Lautlose Angriffe. Auch geil. Würde ich nehmen. Erfolgreich modifiziert und 10 Bauteile sogar zurückerhalten. Livewire ist einfach Premium. Die Frau Premium. So, da haben wir schon mal so ein bisschen gerüstet für den Kampf. Wir haben noch ein bisschen Stuff über. Das heißt, Dr. Q. Da gucken wir nochmal rein. Und zwar mit die MP40, ursprünglich für Fahrzeugbesatzung und Fallschirmspringer entworfen, fand verbreiteten Einsatz in den brutalen Stadtkämpfen der Ostfront und bewies sich den Wert einer zuverlässigen Maschinenpistole. Ja. Auch ein altes Teil, ne? So, was haben wir denn hier? Magazin können wir verändern, maximal. Erhöhtes Magazin. Finde ich gar nicht so wichtig, da ich meistens sowieso nur auf Einzelschuss gehe. Wir haben hier zwei Handys, Salvenfeuer, automatisches Feuer, Einzelschuss, laufen und schießen, ablenkender Schuss. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber man kann natürlich mal gucken, wie groß das Magazin ist. Wir machen das jetzt einfach mal, Leute. Wir machen es trotzdem. Aber ich muss auch ein paar Bauteile zurückhalten, weil wir müssen nachher auch noch reparieren. Also, nein, ich mach's nicht. Wir werden hier nachher noch reparieren müssen. Und ich weiß, dass es relativ teuer ist. Das hatten wir das letzte Mal ja schon gesehen. Und was wir auch sehen, wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Platz bei Barry. So. Und dann geht der Spaß auch los, ne? Wir sind vorbereitet. Wir haben zwei Leute gepimpt. Hier, man sieht sogar bei ihm. Hier, unsere Knarre, die wir gepimpt haben. So läuft er jetzt auch tatsächlich rum, ne? Das ist schon wirklich cool. Das ist all the detail. Oder for the birth. Ihr wisst, was ich meine. So, speichern. So, jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich Zugriff. So, wir gehen rein mit Blatt. Und was wichtiger ist, Dr. Q. Erstmal alle verbergen. Vielleicht änderst du deine Haltung mal. Das sieht uns noch keiner, selbst er da hinten nicht. Das ist schon mal gut. Volles Risiko. Ich glaube nicht, dass es mit allen funktioniert. Mit Blatt hat es funktioniert. Krass. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Naja gut, schon ein bisschen schon, sonst würde ich es jetzt nicht machen. So, und ab hier, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr, was passiert. Na Leute, ich habe jetzt soweit jetzt nicht mehr gezockt. So, Blatt ist schon mal oben. Wir haben schon mal einen drin. Wen nehmen wir noch mit rein? Hohe Beweglichkeit habe ich. 94, 74, 94. Ich gar nicht. 74, Dr. Q. Der muss jetzt mit rein. My push will go
Der Blaster Man, der regt mich ein bisschen auf. Der sieht zu viel. Zumindest hat er einen ungünstigen Winkel. So, du bitte auch. Hier hin. Gucken, ob das gut geht, Leute. Ja, der nächste, der reinmarschiert. So. Dr. Q ist auch schon mal drin. Und nun ist die Frage. Oh Leute, mein Hals! Wie wir weiter verfahren. Kriege ich die restlichen noch nachgerückt oder nicht? Das ist die Frage. Der nächste, glaube ich, im Bunde wäre 74 Livewire. Ja, Livewire und Barry. Geschicklichkeit 87, 81 und ich 86. Das hält sich alles die Waage. So. Na dann los. Dann muss Barry jetzt ran. Wir gucken mal. Wenn das nicht hinhaut, dann gehen wir wieder zurück. Mal sehen, ob das hinhaut. Ich drück sofort B, wenn das hier in die Hose geht. Ja, das Auto ist halt auch so halb davor, ne? Das bringt uns vielleicht einen kleinen Vorteil. Auch Barry ist durchgekommen. Okay, Barry ist auch drin. Dann holen wir Livewire rein. Okay, die kann sogar direkt Bauteile sammeln. Das machen wir mal. On the way. Oder by the way. Jetzt aber schnell. Die Steuerung macht es hier nicht einfacher, das sage ich euch. Gerade so in ganz enge Ecken so, ne? Und die Kamera, die passt sich halt automatisch schon mal der Höhe an. Nicht so cool. Das ist nicht so cool, tatsächlich. Aber geht schon, kann man schon machen. So, DB kommt jetzt nach. Da, seht ihr das, was ich meine? Ich habe es nicht rangezoomt oder so, ne? So, du auch bitte hinterher. Okay. Das wäre jetzt krass, wenn ich nicht mitkommen könnte. Ey. Sehr schön. So, wir sind schon mal ein Stück näher an dem Geschehen. Die Mannschaft ist beisammen. Und wir sind bereit. Mein Plan ist es jetzt, hier hinten lang zu gehen. Das heißt, der hier nervt. Der muss weg. Ich könnte theoretisch mit DB, also meiner Wenigkeit, mich hier hinstellen. Und den eventuell, mit sehr viel Glück, und das hatten wir in der letzten Sektor zum Beispiel, da habe ich ja sogar blind gefeuert. Wer das verpasst hat, Leute, letzte Episode, unbedingt reinziehen. Ich habe es auch als Kapitel markiert auf YouTube. Das ist, Kapitel heißt Pure Luck. Leute, zieht's euch rein. Ich habe 74 Damage angerichtet mit einem Glücksschuss, blindes Feuern. Kopfschuss. Es war unübertreffbar. Mega. Und ich habe jetzt erst überlegt, tatsächlich mit Blood relativ nah ranzugehen. Vielleicht sogar bis hier. Und ihn dann zu überraschen. Ist aber eigentlich Quatsch, weil wir haben jemanden dabei. Und das ist meine Wenigkeit, die sehr hohen Treffsicherheitswert hat. Also sehr hoch ist jetzt übertrieben, aber ne? Ich habe den höchsten Wert hier von 83. Blood hat 79. Barry hat 70 und dann geht es auch langsam bergab. 61, 62. Und ich führe mittlerweile ein Scharfschützengewehr. Naja, ein Sturmgewehr. Sturmgewehr ist es nicht, ein Gewehr. Führe ich mit mir rum. Entsprechend modifiziert, Schalldämpferfunktion. Das heißt, ich würde nicht mal mehr Schaden anrichten, wenn ich jetzt den hier über den Haufen schieße. Ich kann versuchen, ein bisschen näher ranzugehen.
Ja, und jetzt könnte ich versuchen, den über den Haufen zu schießen. Und ich würde das tatsächlich machen. Wir speichern. Also egal, was jetzt passiert. Naja, ich gehe noch ein Stück näher ran vielleicht. Kann ich den jetzt schon treffen? Ja, das sieht doch gut aus. Ein Stück näher gehe ich noch. Okay. Quiet. Ja, und er checkt's nicht. Okay, sehr gut. Ich bin ja quasi direkt vor ihm. Blood kommt hinterher. Einfach aus dem Grund, sollte die Aktion jetzt schief laufen. Ich werde nicht laden. Wir machen dann ab genau dem Punkt auch weiter. Und müssen die Kacke dann halt irgendwie ausbaden. Ne? So sieht's aus. Aber dafür müssen alle Leute erstmal schön hier um die Ecke. So, dann kommt Barry. Boah, Leute, das ist halt echt mega gefrickelt. Diese Steuerung, ey. Ich muss mal ein bisschen switchen. So. So. Dann haben wir noch Dr. Q. Livewire, du musst mal... Bitte mal ein bisschen näher ran hier. Hier irgendwie. This is always the best way to do things. So, und Dr. Q hole ich auch ein Stück näher ran. My approach will go unnoticed. So, und jetzt geht's los. Better to go unnoticed, yeah? Boah, es ist Glück. Null Schaden? Wieso? Treffsicherheit. Ziel mal 3. Kopfschuss minus. Weniger erfahren. Warum bin ich weniger erfahren? Und er hat einen leichten Helm. Den ich aber durchbohren würde. Okay. Rüstung durchbohrt. Der Angriff wird die feindliche Rüstung durchschlagen. Leichte Schadensreduktion. Oh, da oben läuft noch jemand. Da sollten wir vielleicht warten, bis der weg ist. Ich habe noch eine andere Idee, Leute. Das ist ja schön und gut, aber ich sollte vielleicht doch noch ein Stück vormarschieren. Für den Fall der Fälle. So, da haben wir Blood auch ein bisschen weiter vorne. Und dann kann ich auch Dr. Q ein bisschen zu uns ranholen. Nein! Was mache ich? So, Dr. Q. Dann stehen wir alle ein bisschen weiter gesichert, ne? Ich weiß, keine Ahnung, ob das jetzt gut geht oder nicht. Wir werden es erleben. Vollgas. Wir haben 3 Mal. Ich kann noch nicht mehr ausgeben und wir gehen auf Kopf. Kann klappen, kann nicht klappen. Ich denke, dass es eine 50-50 Chance ist. Ich kann das aber auch nicht erhöhen, groß. Hier, das bleibt alles 50-50. Ah. Nee, Oberkörper nicht. Doch. Das bringt aber nur 36 Schaden. Ich will ihn killen, das muss klappen. Vollgas. Okay, es hat nur er mitgekriegt. Die alle nicht. Die haben ein Z. Die sind nichts ahnt. Der da oben ist überrascht. Ich muss jetzt ganz schnell handeln. Ich würde das mit Blood regeln. Deswegen habe ich ihn auch schnell nach vorne geholt. Keine gültigen Ziele. Und wir haben ja auch... Dann komm. Zeig, was du kannst.
Oh, Alter. Ich weiß nicht, was mit bleibt. Er geht in Deckung. Ich weiß nicht, was mit Blatt verkehrt ist, aber das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Aber so richtig. Das müsst ihr euch mal reinziehen, Leute. Neun Schaden. Nee. Ich will ja schon mal ein bisschen Damage anrichten hier. Was ist eigentlich dein Problem, Junge? 7. Das bringt's gar nicht, ne, Leute? Habe ich noch was? Nee, ich muss sogar stehen. Das ist mega ungünstig. Den Flank hier, den werden wir mal festnageln. Vielleicht klappt's ja. Pin down. Ready for a fight. Boah, der ist so weit weg, den zu treffen. Also wir haben jetzt echt ein Problem, Leute. Wir haben jetzt gerade echt ein Problem, was sich hier auftut. Mobiler Schuss. Kann ich die Ziele irgendwie auswählen vielleicht? Es trifft keine Sau hier. Junge, Junge, Junge. Laufen und schießen. Das war wichtig. Super wichtig. Kann ich mich irgendwo in Deckung begeben? Nee, leider nicht. Lifewire bleibt auf jeden Fall hier hinten. Was ist denn das hier? Achso, das ist der ablenkende Schuss. Den brauche ich nicht. Laufen und Schießen brauche ich auch nicht. Wir bleiben auf jeden Fall hier erstmal in Deckung. Ich habe tatsächlich nur ein bisschen Schiss. Wegen dem Bazooka-Typen da hinten. Der ist mega gefährlich, Leute. Das ist nervig. Ansonsten ist es, wie es ist, leider. Wir haben es leider verkackt. Müssen wir jetzt mit leben. Okay, die rennen aber alle irgendwo hin. Ich bin ja schon mal beruhigt, dass wir wenigstens einen umgedreht haben. Wer hat's? Wen hat's erwischt? Barry hat für mich eingesteckt. Oh, da oben fast tot. Den haben wir tatsächlich einen mitgegeben. So, jetzt müssen wir gucken. Ich würde jetzt gerne hier hochmarschieren. Mit Blatt. Und dann gucken wir mal. Können die eigentlich auch hier hochmarschieren? Ich denke schon, ne? Wie kommen wir denn hier überhaupt hoch? Kann ich, treffe ich ihn? Nee. Ach so. Aber hier würde ich ihn treffen.
Wir machen mal einen mobilen Schuss. Ach, wir treffen ihn hier nicht mal. Aber warum zeigt er mir das dann an? Drei von neun. Zwei von neun. Wir versuchen es mal hier. Okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, ich sag mal 70-30, das ist ganz gut. Wir würden es vielleicht schaffen. Muss ein bisschen Glück muss dabei sein, ne? Wie sieht's denn mit den Armen aus? Na? Nee, zu ungenau. Kopf. Ja. 3 zu 2. Probieren wir das aus. So, Blatt, Alter. Junge, machen wir die alle. Wir stellen uns hier direkt runter. Das war jetzt ja nicht so toll. Warum hat der eigentlich nur so eine Bewegung von 4, ey? Mit dem komme ich hier gar nicht aus dem Arsch. Oh, das ist nicht gut. Warum ist meine AP so eingeschränkt? Sehr niedrig. Minus 2. Ach so, scheiße, meine Moral ist so niedrig. Na gut, die kriege ich jetzt dadurch auch nicht gepusht. Ich habe ungenaue Statuseffekte. Ich bin unterdrückt. Und verletzt. Ungenau. Bis zum Ende des Zuges spürbarer Genauigkeitsabzug für alle Angriffe. Bis zum Ende des Zuges maximale AP werden in diesem Zug um minus 4 verringert. Dieser Charakter kann keine Feinde flankieren. Alter. Also Barry hat richtig gelitten. Die Moral ist auch bei Blood niedrig. Dr. Q ist auch nicht so begeistert. Bei Lifewire ist sie noch stabil. Aber die sind ein bisschen angenervt. Ja, was soll ich machen, Leute, ne? Wir versuchen trotzdem mal nach vorne zu kommen. Es hilft ja nichts. Ich muss mit ihm auch hinter die Wand. With certainty. Kann ich nichts machen. Ich kann nichts weiter machen. So. Dann gehen wir mit ihm mal weiter hier. Rein ins Feld. Ich will auch da hoch unbedingt. Dann gehe ich erstmal hier weiter ran. So, Dr. Q, mach hin. Lifewire, die hat auch nicht so viele Punkte, ne? Ich würde am liebsten den Typen da oben gerne mal wegballern. Vielleicht schaffe ich das mit DB. Aber eins steht fest, wir müssen hier raus. Schieß mal auf den Oberkörper, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ist versperrt. Kopf. Arme. Schadensmodifikator. Wir gehen mal drauf. Komm, versuch's. DB, mach es. Wie viel? Kostet mich der Spaß, sie. Ich habe nicht getroffen, ne? Oh doch. Er sackt in sich zusammen. Leute, es läuft. Das sind auf jeden Fall die, die uns gefährlich werden können. Jetzt direkt. Die müssen sofort weg, bevor hier andere zu uns hochmarschieren. Die laufen mir ja so ein bisschen wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend. Solange keiner schießt und vor allen Dingen auch er mit der Bazooka da seinen Abzugsfinger ruhig hält. Er macht ein paar Turnübungen, er hält sich fit. Ja, der Scharfschütze, der hat noch keinen in Sicht. Blood here. Wir müssen mal schauen, ob wir das mit Blood irgendwie auch hier vielleicht schon was reißen können.
und der Scharfschütze uns da oben nicht trifft. Das wäre mir äußerst wichtig. You got it. So, wir schauen mal, ob da was geht. Scheiße, ich habe kein Ziel. Okay, das war dumm. Das wird gar nichts. Gehe ich wieder runter. Ich habe jetzt unnötig Punkte vergeudet. Aber ist egal, wir sind schon mal näher dran. Hello. Barry. Oh, sieht schon mal wieder besser aus bei ihm. Wir haben wieder 8 Punkte. Ist seine Moral schon wieder ein bisschen stabilisiert oder war das hier los? Ja, dieser... Ist immer noch sehr niedrig. Hat der auch eine Bazooka auf dem Rücken? Oh, ich dreh... Ach, das ist der, ne? Den würde ich gleich wegsnipern, ey. I will do. Dr. Q. Ja, du gehst mal bitte hoch. That is your wish. Lifewire, das sieht ja auch nicht so stabil aus hier. Hier kriege ich auch nur ganz, ganz gemach nach vorne. Aber ich kann mal versuchen, auf jeden Fall einen Schuss zu riskieren. Wenn ich dann noch so viele Punkte habe, ne, habe ich leider nicht. Kann ich mit DB ihn erreichen, wenn ich aufstehe? Das würde mich jetzt interessieren. What? Target locked. Ja, das würde gehen. I don't have a good shot. Den würde ich treffen, oder? Blind Feuer. Ach du Scheiße. Gut, ich könnte mich hier hochbegeben. Dann wird es vielleicht klappen. Kann ich mich da draufstellen? Oh ja. Er hat mich auch gesehen. Aber jetzt kriege ich dich. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal wieder einen runtermarschieren danach. Und deswegen... Gehe ich auf den Kopf. Also nicht deswegen, aber wir riskieren es. Treffsicherheit, Ziel mal 2, Kopfschuss nicht so gut, aber ich habe einen Schadensmodifikator. Sieht im Oberkörper aus. Genauigkeit ist gar nicht so schlecht. Komm, du schaffst das schon. Das schaffst du leider nicht. Ärgerlich. Okay, oh Alter, die haben sich gegenseitig angeschossen. Der da. Da hat einer geschossen. Und er hat den Bazooka-Typen getroffen. Der stand nämlich genau im Weg. Mega gut. Danke, Alter. Das nutzen wir gleich aus. Der kriegt die Breitseite noch. Der ist schwer verletzt. Ja, vielen Dank auch. Yes? Gucken wir mal. Wir stehen jetzt mal mit Blatt auf. Kein Ziel? Ah ja. About to make mince meat. Ja, nicht so gut. Er ist schwer verletzt. Kopfschuss, Reichweite. Der ist schon schwer verletzt, den nehmen wir jetzt über den Haufen.
6 nur. Oh, nee. Ja, vielleicht können wir mit Dr. Q noch was reißen. Vier Oberkörper nochmal. Boah, ich richte nicht so viel Schaden an, ne? Hide and shoot, that is my game. I much prefer combat like this. Würdest du das schaffen? Das ist jetzt die Frage. Wir versuchen es mal. Livewire, die ist wieder für eine Überraschung gut. Die hat das schon mal gemacht. Komm, töte ihn. Sehr schön. Sie ist eigentlich, ist sie die schlechteste Schützin, die wir haben. Und nur von der Anzeige her hätte ich sie jetzt nicht schießen lassen. Da sie aber selber gesagt hat, Alter, ich liebe Herausforderungen wie diese, habe ich gedacht, komm, Alter, gib mir die Chance, machen wir das. Ich lasse Livewire tatsächlich mal hier unten liegen. Und würde sie sogar ein bisschen hier... Na, das bringt es nicht so richtig, ne? Ich gehe nochmal ein Stück nach hinten tatsächlich. So. Reicht. Barry, du kannst schon mal direkt Richtung Treppe gehen, bitte. I will do. Kannst du noch hochgehen? Nee, leider nicht. Dann bleibst du da jetzt erstmal sitzen, bitte. Und DB. Was machen wir mit dir, Kollege? Du. Wäre cool, wenn du den da hinten treffen könntest, aber ich glaube, das funktioniert nicht. An den kommen wir nicht ran. Der ist null in Sicht, der Typ. Null. Ich würde mit DB gerne eine höhere Position mir holen. Das heißt, ich gehe jetzt auch hier schön in Deckung. Ja, wir müssen auch hoch. Mit ihm müssen wir auf jeden Fall hoch. Hilft alles und nichts. Da rennt uns einer die Bude ein. Ja. Schwein gehabt. Wir haben richtig Schwein gehabt. Ich habe jedes Mal so Angst, dass der diesen Bazooka loslässt. Okay, die kommen auch langsam nach vorne, aber irgendwie auch nicht. Es ist halt auch so ein Hin- und Her-Gerenne. Oh, das ist Pierre, ne? Gewesen, glaube ich. So, wir müssen uns jetzt einmal um den da kümmern. Laufen und schießen. Ja gut, dann werden wir mit ihm hier einfach mal... Ne, wir bewachen das nicht, aber ich stelle mich hier dann wieder mit hin. Aber hinter die Wand, dieses Mal. Ne, Dr. Q, bitte. Na komm, hier. Und ein runter. So. So, Blood, wie sieht's mit dir aus? Kannst du jemanden treffen? Ist es, steht es in deiner Macht? Irgendwie. Oh. Oh, übel. Ganz gefährlich, der Typ. Ganz gefährlich. Aber wir sind in Deckung. Aber was ist mit ihm hier? Oh, besser, aber auch nicht gut. 7. Blind feuern. Einfach mal reinhalten.
getting time to feed my gun again. Ja, was soll ich sagen, ne? Geh du mal lieber runter. How can I assist? So, Barry geht jetzt hoch. I will do. Hey, vielleicht mal eine Granate runterwerfen, das wäre ja auch mal eine Maßnahme, ne? Ob das Auto da ist, auch Benzintanks und so, das wäre doch mal eine Idee. Livewire. Auch bitte weiter zurück. Und DB, kann ich ihn treffen? Oh. Versperrt Rüstung durchbohrt. Der Angriff wird die feindliche Rüstung durchschlagen. Leichte Schadensreduktion. Das wäre eine Idee. Wir können es versuchen. Und ich mach's einfach mal. Wir haben Ziel mal 3. Er hat schon mal einen Glückstreffer gelandet. Das war richtig gut. Leute, richtig gut. Wer war das? War das Pierre, den wir da umgenäht haben? Nee. Es war einfach nur irgendjemand. Das war richtig großartig. So, wir gehen ein Stück in den Busch zurück. Ja, danke. Ein weniger. Wir haben ein bisschen Angst jetzt gekriegt, weil wir die alle der Reihe nach wegsnipern. Der verzieht sich jetzt auch, der hat auch die Schnauze voll, der Typ hat genug gesehen. Er tritt auch einen Rückzug an. Was war denn das für eine Knarre? Ready for a fight. Ja gut, wir haben jetzt natürlich ein Problem, ne? Wir sind jetzt ein bisschen weit ab vom Schuss hier. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen raus. Ne? Blatt wird hier von hier sowieso nicht treffen. Ich würde mit Blatt mal weiter hier hingehen. You got it. Kann ich jemanden treffen? Nee. So, du bleibst auch bitte mal liegen. Dann ist das so, wie es ist. Können wir vielleicht nachladen oder irgendwas? Nee. Hello. Barry? Barry Unger. Ja, Barry, du musst auch erstmal rein. Du kannst hier draußen auch so viel aktuell nicht machen. Aber ich weiß nicht, falls sie doch von der Seite kommen, würde ich hier doch gerne noch einen Mann haben an der Seite. I am in movement. Aber hinlegen bitte. Das gleiche für Dr. Q. Obwohl man den schon mal hier ein bisschen weiter mit hinholen kann. In Hocke. Wie viel kostet mich das? Volles? 13? Na, dann machen wir das nicht. Den haue ich jetzt hierher. Das wollte ich gar nicht. So, dann machen wir gleich von vorne noch ein bisschen Action. Livewire kann vielleicht jetzt langsam mal hoch. Ne, leider nicht. This is always the best way to do things. So, die kann danach direkt mal aufstehen. Ja. Ready. Ich weiß nicht, ob ich mit DB... Mit DB gehe ich auf jeden Fall hoch. Ich brauche einen Höhenvorteil. Going right now. Habe ich noch ein bisschen was? Kann ich... Oha, kann ich... Kann ich nachladen? Da sollten wir mal die restlichen Punkte verbrauchen. 39,40, ne, das braucht sie nicht unbedingt.
What? Blatt vielleicht? Auch nicht. Reicht. War das Pierre? Das war definitiv Tief-Pierre an seinem roten Kopfband. Kommt ihr ruhig mal ran, Alter. Da schmeißen wir schöne Granate in die Menge. I am being surrounded. How can I assist? Die lassen wir kommen. Blatt. Wir kümmern uns mal um die Leute hier unten. Sieben von 13. 3 von 13. Das machen wir jetzt. Wir gehen mal hier hin. Kann ich so schießen? Im Liegen wäre ja super. Verbrauchen wir weniger Energizer. Schießen wir auf den Oberkörper. Oder in die Arme. Nee, die Arme sind schlecht. Oberkörper. Jawohl. Sehr schön. Entdeckung bitte. Very under. Gehen wir mal ein Stück näher ran. Und hier warten wir einfach ab. What is your Dr. Q? Du kommst bitte auch mal raus. May the spirits grant me safe passage. Probability of success. Er ist fast tot. Death claims another. Den haben wir auch. Wir gehen ein Stück weiter nach hinten, damit wir einfach nicht erreichbar sind. So. Livewire, jetzt ist aber mal der Zeitpunkt gekommen, dass du hier mal hochkommst. Ein bisschen in Bewegung, das ist ganz wichtig. Ja, wir haben die Bude ja hier oben auch ganz gut im Griff, also sonst kann jetzt ja keiner groß überraschen. Zehn von elf. Na gut, dann gehen wir da hin, wir gehen in die Hocke, gehen wir auf die Bauchlage. Und dann haben wir hier einen ganz guten Schusswinkel. Dann kann ich vielleicht ein paar wegsnipern von hier oben. Gucken wir mal. Jo, fertig. Ihr seid dran. Alter, ich nehme die Beine in die Hand, du. Ja, sehr schön. Da liegt ja schon einer. Das ist optimal, dass man sich genau dahin stellt, wo schon einer erschossen. Oha, hier. Hier kommt rein. Der ist sehr stark. Ist der drinne? Der ist drin im Haus. Na ja gut, wenn der hochkommt, dann sind wir bereit. Blatt. Ich steh mal auf. Kein Ziel. Ich steh nochmal auf. Ich hab kein Ziel? Was ist hier los? Da unten sitzt doch einer. Gut, war freie Bewegung. Alles gut, Leute. Alles gut. 4, 5, 6, 7. Ja, das tut ein bisschen weh, ne, Kollege? 5, 4. Wir schießen noch einmal drauf, aber ich brauche auf jeden Fall noch zwei, um in Deckung zu gehen. Okay, danke. So, Dr. Q, du musst das hier mitrichten, bitte. Noch 8.
Noch 7. Oh shit, das war komplett umsonst. The enemy is in the open. 5. Oberkörper. Gucken wir mal. Ja. Hide and shoot. Ja, da habe ich ein bisschen Respekt jetzt. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Hä? Was ist denn hier los? Ach so, weil ich den Weg versperre mit DB. Das macht Sinn. So. Ready to shoot. Eine PPS-Wache, du. Die ist schon äußerst schwach. 7 von 8. Da nehmen wir noch einen. Kopfschuss riskiere ich. Ah, hätte ich nicht machen sollen. Direkt bezahlt dafür. Keine Ahnung, ob der tatsächlich hier hochmarschiert, ne? Aber wenn, dann sind wir bereit. Honestly, I do not feel it is fair to make me watch over everyone. Alter Barry. I have good odds of hitting enemy. Ach wirklich? Ja dann. Los, snack ihn weg. I think you're trying to cook without any. Schießt der da in den Baum rein, Alter, ich dreh durch. Du machst mich alle. Also. Oha, Pierre kommt hoch. Was hat er, eine Machete? Okay, Blatt hat ein bisschen was abbekommen. Ja, okay, jetzt wird ein bisschen. Oha. Bisschen zurückgeschossen. Alles kein Problem. Kriegen wir noch gelöst. Jetzt müssen wir aber wirklich handeln hier. Jetzt müssen wir handeln. Oh, Barry, Alter. Du bist der Erste, der entlassen wird. Ich sag's dir, Alter. Wenn ich einen neuen Sprengstoff-Experten kriege, dann hole ich mir den auch. Du bist so fertig. Aber so richtig fertig. Boah. Yes. Der macht mich alle, der Typ. Der macht mich so alle. Aber echt. So alle. So, ich gehe jetzt mit Dr. Q rein. Weil wir müssen rein. Pia kommt hoch und das ist äußerst ungünstig. So. Ready. Blood, der lohnt sich nicht rein, den lohnt sich nicht reinzuholen. Wenn ich aufstehe, kriege ich ihn da unten? About to make minced meat here. This idea stinks worse than spoiled meat. Alter, es ist einfach nie möglich, ne? Egal was du machst. Ich muss näher ran. So, jetzt aber. Hier 6 verletzt. Wir machen jetzt einfach ohne weiteres Zielen. Oh, Alter. Leute, was stimmt mit euch nicht? Ich bin maßlos enttäuscht von jedem hier. Laufen und schießen.
Uiuiuiuiuiui. This is so exciting! Boah, das sollte ich nicht riskieren. Die muss hier wieder raus. When is my 15-minute break? What? Scheiße! Es ist doch alles nicht zu fassen. I don't have a good shot. Nee, auf den nicht, das ist mir klar. Maga, vielleicht wählst du mal einen anderen aus? Target locked. Hier? 7 von 11? Amy. Pin down. Scheiße, jetzt wird's spannend. Boah, der Pierre, ne? Julian! Kill them all and send them to hell! Very good. Ja. Sehr schön. Wieder einer weg. Was ist jetzt hier mit dem Kollegen? Kann immer jemand alle machen? Laufen und schießen? Angriff? Probability of success is high. Boah. Arme. Treffsicherheit, Armeschuss, flankiert. Oberkörper, Blackhose. Weniger erfahren. Was hat er hier eigentlich? Schwere Weste. Dann schießen wir ihn jetzt in die Arme oder in den Unterleib? Ich krieg's nicht ausgewählt, Leute. Ah, ich hab's. So. Sollen wir das mal? Nee, das auf gar keinen Fall. Unterleib vielleicht? Schauen wir mal. Junge, Junge, Junge. Boah, der kann halt viele einstecken, der Typ, ne? Nicht so gut. Das ist nicht so geil, was hier jetzt gerade passiert. Wir müssen mit Blatt hier rein. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Oh ja. Komm, das kriegst du hin. Sehr schön. Hat er richtig gut gemacht. Schade. How can I assist? Enemy has good visibility. Nochmal die Arme. Sollen wir mal riskieren? Weniger erfahren.
Sammy, Alter, was ist hier eigentlich los mit euch? Wen habe ich hier überhaupt engagiert, frage ich mich manchmal. So, Livewire, wo bist du? Du machst das Gleiche jetzt bitte auch nochmal. Sieben von elf. Boah, was schießt du denn auf den Boden, Alter? Boah, Junge, das ist doch alles nicht wahr, ey. Vier von vier. Oberkörper, besser als nix. Uiuiuiui. Ready. Fertig ihn von hier. Ready to shoot. Theoretisch ja. No! No, I can't be! Die! I surrender! Oh, wir haben ihn besiegt. Sehr gut. Moral steigt und ist sehr hoch. Pierre wurde besiegt. Er wird jetzt hier oben. Oh, da unten ist ja auch noch einer unterwegs. Na gut, der kommt gleich hoch. Da kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Kann ich hier noch irgendjemanden flankieren? Ja, nehmen wir ihn. So, fertig. Okay. Oh. Alle daneben, aber er hat gut Angst ausgelöst. Ja, sehr schön. Wir haben ihn erwischt. So, jetzt geht der Spaß hier mit dem nächsten los. Den haben wir auch. Jetzt laufen hier unten noch die zwei Fritz, drei Fritzel rum. Wir gehen jetzt gleich mal rein und dann kümmern wir uns hier drinnen um die ganzen Leute. Also langsam reicht mir das. I will go present. Der ist noch gesund, dann nehmen wir den mal um. Mal gucken, was passiert. Mittlerweile schwach. Sehr schön, gehen wir wieder in die Hocke. Dr. Q. Den können wir auch mal mit nach vorne holen. Ja, aber das macht hier wenig Sinn, glaube ich. Ich würde ihn tatsächlich hier oben lassen. Wen haben wir denn hier noch rumrennen? Wie viele sind hier denn noch unterwegs? Nur noch die... Der Scharfschütze ist auch nicht mehr da oben. Sind das nur noch die drei hier? Dann ist das ja nicht so viel, ne? Dann begebe ich mich mit Dr. Q mal runter. So, Livewire, du kommst vielleicht mal mit hinterher. Na, das war jetzt doof. So, Please don't shoot me, please don't shoot me.
Und ready. Die B, der kann noch ein bisschen, der kann ein bisschen Action machen jetzt hier. Oder auch nicht, ich habe keine Muni mehr. Schießen kann ich auch nicht mehr. Dann gehen wir mal in Deckung ein bisschen. Ich habe hier die Schnauze voll, die ganze Zeit beschossen zu werden. Acknowledged. Ja, aber komm, dafür, dass wir hier so einen großen Krieg angezettelt haben, geht's uns doch echt gut. Und wir haben vor allen Dingen... Wir haben die ganze Scheiße hier auch vergeigt. Ich wollte das ja einfach ganz entspannt hier rangehen. Aber das ist ja mal... Oha! Die stehen am Auto und suchen Deckung. Der ist gefährlich halt, ne? Den müssen wir uns jetzt gleich krallen. Hallo. Staubgranate werfen, bitte. Hier, schön aufs Auto. Hier, komm Barry, zeig was du kannst. Alter, ich entlasse dich sowas von. Bitte mal, warte mal. Das ist immer so ein bisschen tricky mit den ganzen Tasten, die ganzen Kombinationen hier. Ich kann nicht runter. Ach so, ja klar. Ah, ich verstehe. So. Wir begeben uns jetzt runter. Wir müssen jetzt ran an den Typen. Das Problem ist, es ist ein Scharfschütze. Das ist nicht so cool, aber... Barry Unger. Wir machen das Beste draus. Den holen wir uns schon irgendwie. So, Livewire geht gleich mal mit. Would there be less shooting over there? What? So, wie sieht's mit dir aus, Junge? Können wir hier noch was ausrichten? Target locked. Ja, ein bisschen weit weg, aber das kriegen wir schon kompensiert, hoffe ich. Weg. Erledigt, Leute. Wir haben's. Ach nee, da ist ja noch einer. Ganz übersehen. Aber ja, egal. Junge, willst du nicht aufgeben? Was hat er gesagt? Er würde gerne aufgeben? Ja, wie sollen wir das machen? Ich kann dir nicht vertrauen, Junge. Mal gucken, das wird die B jetzt wieder lösen. Nee. Ja. Das war's. Area clear. Das war's, Leute. Ja, wir werden diesmal ein bisschen überziehen. Wir machen hier schön 1,5 Stunden. Und wir haben den Kampf gewonnen. Es war ein harter Kampf, Leute. Ein harter, aber fairer Kampf. Wir versammeln die Mannschaft erstmal hier an Ort und Stelle. Okay. Bitte alle mal hochkommen. Fine. So. Sind alle am Start. Wir haben es soweit ganz gut gemeistert. Die Bier hat ein bisschen einstecken müssen und Barry Blatt hat minimal eingesteckt. Aber soweit läuft es eigentlich ganz gut. Wir gucken mal, wie die Moral aktuell ist. Bei Blatt niedrig. Bei Barry immer noch sehr niedrig. Dr. Q immer noch niedrig. Livewire stabil.
Ja gut, die standen ein bisschen unter Beschuss, ne? Wisst ihr ja hier auch nicht auf der Kirmes. Leute, dann muss man ja damit rechnen, dass man hier auch mal ein bisschen Feuer erwidert bekommt, ne? Und ja, wir haben hier einiges zu looten. Ihr seht's, hier geht's richtig rund. Wir haben hier ganz gut aufgeräumt, würde ich sagen. Der Kampf ist ganz gut abgelaufen eigentlich. Hätte schlimmer kommen können. Hätte auch besser laufen können, bin ich ehrlich. Hier ist Pierre, mit dem müssen wir jetzt noch quatschen. Und dann wird hier schön das Ganze vorab gelootet und dann begeben wir uns zu Ernies Dorf und sind mit dieser Insel auch fertig, Leute. Das alles erleben wir in der nächsten Episode. Ich mache jetzt hier einen kleinen, harten, aber naja, spannungsaufbauenden Cut, will ich mal sagen. Und wir speichern das Ganze auch auf jeden Fall nochmal. Wo ist es denn? Hier, speichern. Und setzen genau hier in der nächsten Episode an. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. YouTube, bleibt gesund. Wenn dir gefallen hat, was du hier siehst, lass gerne ein Like da, Daumen nach oben. Bringt mich mega nach vorne. Für dich nur ein Klick, für mich. Ja, alles. Das bedeutet ja alles. Und noch mehr. Und man kann mich auch in dem Suchalgorithmus vielleicht ein bisschen schneller finden. Umso mehr Thumbs nach oben gehen. Ne? Bis jetzt mal. Ist schon spät. Ich finde ja kaum noch Worte. Und ja, wir machen morgen wieder weiter. Live auf Twitch, 21.30 Uhr. Bin ich wieder dabei. Falls du es jetzt gerade hier auf YouTube siehst, schau einfach mal rein. Da ist auch der Chat aktiv. Alles faire Regeln. Du musst nicht irgendwie 10 Minuten warten oder du musst nicht irgendwie eine bestimmte Zeit zugeschaut haben, um irgendwie im Chat was zu schreiben, um dabei zu sein. Nein, du kannst es sofort instant machen. Komm rein, schreib mir. Oder genieß einfach die Show live. Oder schau es dir gerne auf YouTube weiter an. Ja, die Hauptsache ist, ihr habt Spaß. Ich hab Spaß, ich freue mich. Und hab richtig Bock, hier weiter loszulegen. Und Ernie Island ist jetzt aktuell befreit. Ziel ist, wie gesagt, looten im Sektor H4. Pierre befragen, was hier los ist. Da bin ich gespannt, was geht. Und zurück zu Ernies Dorf. Und dann werden wir dann eine Miliz ausbilden. Wir müssen die Insel ja absichern. Wir werden unsere Leute auf Vordermann bringen. Und dann geht's ab aufs Festland, Leute. Und dann geht's rund. In dem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.